Sehr geehrte Damen und Herren, willkommen zu einem völlig sinnlosen Making-of-Video von No Idea. Völlig sinnlos, weil mein Name Programm ist und ich überhaupt keine Ahnung von dem habe, was ich hier eigentlich mache. Nichtsdestotrotz erhalten Sie heute einmalige Einblicke in das Tagesgeschäft eines Typen, der es tatsächlich irgendwie geschafft hat, dass 10.000 Leute auf einen Knopf drücken. Heute schauen wir ihm bei seiner täglichen Berufung zu und erhalten unglaublich viele private Einblicke. Ups. Na, dann gucken wir doch mal, wie er sich sein nächstes Video zusammenklaut. So, 30 Sekunden habe ich noch. Gibt's noch Fragen? Oh, hey. Willkommen zum 10.000 Abonnenten Special! Yay! Heute wird euch ein Einblick gewährt in die größte Produktionsfirma zwischen dieser Tür und diesem Fenster. Hier sind wir im Studio 1, dem komfortabelsten und gleichzeitig auch dem größten Studio hier. Naja, und auch dem einzigen. Und nun sind wir auch schon beim Herzstück angekommen, der sogenannte Computer. Lieber Computer, erzähl uns doch mal etwas über dich. Hilfe, ich werde hier total ausgebeutet. Ja, immer zu Scherzen aufgelegt, die Gute. Das besprechen wir später. Tja, aber was wäre dieser Computer oder auch Laptop ohne ein Mikrofon? Einige von euch werden jetzt sagen, naja, es wäre ein Laptop ohne Mikrofon. Und vielleicht habt ihr auch recht, aber ja, keine Ahnung, ohne Mikro kann man halt keine Synchros machen, ne? Ist ja klar. Da dieses T-Bone SC450 hier ein Kondensatormikrofon ist, benötigt es eine sogenannte Phantomspeisung, die über USB leider nicht übertragen werden kann. Deshalb habe ich hier noch ein Interface zwischengeschaltet, das Scarlett Ride Solo. Ist euch egal? Ja, mir auch. Ja, und so ein zweiter Bildschirm darf natürlich auch nicht fehlen, ne? Ah, und ganz wichtig, diese geilen Absorber hier. Dadurch klingt die ganze Chose nämlich nicht so hallig. So, das war's jetzt erstmal mit unserer Studiotour. Jetzt können wir... Hey, Moment mal, da fehlt doch was. Ah, schon viel besser. Jetzt ist es an der Zeit, sich um unsere Fanpost zu kümmern. Na, dann lasst uns doch mal schauen, was die anderen YouTuber dazu sagen. Geh rein. Oh, mich erreicht gerade ein Leserbrief. Hi, Cuddy, was hältst du von No Idea? Gar nix. Wer soll denn das sein? Tja, so läuft das mit der Synchro. Man denkt sich was aus, nimmt es auf und dann wird es tausendmal wiederholt, bis es passt. Tausendmal wiederholt. Tausendmal wiederholt. Tausendmal wiederholt. Tausendmal wiederholt. Tausendmal wiederholt. Tausendmal wiederholt. Okay, was wollte ich denn sonst noch machen? Alter, was habe ich denn da für Mist hingeschrieben? Ja, ich habe eine Vergangenheit und ja, es gibt auch ältere Videos. Mann, wie bescheuert ist das denn? Das war's auch schon. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns dann beim 100.000 Abonnenten-Special wieder. Und dann beim 1 Million und beim 10 Millionen. Au! Danke. War mir ein Vergnügen. Tja, so läuft das mit der Synchro. Man denkt sich was auf, nimmt es... Moment.